Moin Leute und herzlich willkommen zu einer speziellen Folge, denn heute werden wir zweistellig. Es ist nämlich die 10. Folge unseres Let's Plays und da hatte ich mir natürlich überlegt, okay, was könnte man denn als Special so gesehen denn eigentlich machen? Nur, dass diese Folge vielleicht etwas anders ist als die anderen Folgen, die wir schon vorher hatten. Und ehrlich gesagt, Leute, mir ist da nur eine Sache eingefallen, nämlich wir machen einen kleinen Roadtrip. Ne, was heißt hier Roadtrip? Naja, Leute, wir erkunden einfach mal die Welt, würde ich sagen, ne? Gucken mal, ob wir irgendwas Interessantes finden in der Welt. Vielleicht finden wir auch eine Schatzkarte. Okay, eine Schatzkarte ist eigentlich immer ziemlich cool. Auch wenn ich sagen muss, dass Schatzkarten immer sehr schwierig, also beziehungsweise Truhen immer sehr schwierig sind zu finden. Aber egal, wir machen heute einen Roadtrip. So, und dadurch, dass wir jetzt hier auch Eisen haben, können wir uns natürlich jetzt auch die ganzen schicken Rüstungsteile uns machen, damit wir auch perfekt vorbereitet sind. So, erstmal hier. So, jetzt sind wir so wunderbar geschützt. Unser Inventar sollten wir erstmal ein bisschen freiräumen, damit wir hier nicht zu viel unnötigen Stuff drin haben. Genau. So, wir haben ein Boot. Boot reicht schon mal. Eine Schaufel brauchen wir nicht. Eine Schere eigentlich auch nicht. Gut. Weil wir dürfen nicht zu viel mitnehmen. Also Essen brauchen wir auf jeden Fall. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich gut aufgestellt. So, man kann auch theoretisch. Gut, Holz kann man auch einfach da schnell abbauen. Ja gut. Ohne lang zu überlegen, würde ich sagen, cruisen wir mal los. Nehmen wir noch hier ein bisschen Essen mit. Und von unserem Essen, was uns immer wehtut, wenn wir zu nahe kommen. Aber gut, so. Da ich jetzt hier auch ein Boot habe, würde ich jetzt hier auch mal strikt sagen, dass wir Richtung Meer gehen. Das Meer war da drüben. Aber bevor wir das Ganze machen, natürlich erstmal hier ein Screenshot machen von unserer Location, damit wir auch später wieder nach Hause kommen. Mit den Koordinaten. Ist ja irgendwie klar, ne? Aber Leute, ich bin mal gespannt. Vielleicht finden wir tatsächlich auch irgendwie so ein Dorf und finden coole Gegenstände. Also so ein Braustand wäre eigentlich ganz praktisch, wenn wir den irgendwie finden würden. Und dass wir dann nicht zuerst zur Hölle müssen, um den zu bekommen. Wäre eigentlich ganz cool. So. Aber Leute, wir sind jetzt mal hier perfekt ausgerüstet. Ja, wir haben eine Rüstung. Das ist doch mal was. Das sterben wir auf jeden Fall mal nicht so schnell. Ich hoffe generell, dass wir nicht sterben, weil wieder zu unseren Gegenständen zu finden, wenn wir einmal tot sind, ich glaube, das wird schwierig. Aber egal, Leute, wir sind jetzt hier am Strand. Und ich würde sagen, wir setzen mal unser Boot einfach hier hin und cruisen mal einfach hier durch die Welt. Und gucken mal, ob wir was Interessantes sehen, finden werden. Naja, wir können mal gespannt sein. Vielleicht finden wir auch in der Wüste so eine Pyramide. Da würden wir auch TNT gleich finden. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Aber Leute, ich weiß es nicht. Ne? So, was wir schon mal da drüben sehen. Ne? Das ist doch schon mal... Ah, okay. Seht ihr das, Leute? Der hat diesen Dreizack. Das ist zwar cool, aber auch sehr gefährlich, da so ein Dreizack sehr schmerzhaft ist. Ich meine, wir können es mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass wir da großartig Erfolg haben werden. Aber egal, ich will mich jetzt nicht vor Herausforderungen wegrennen. Ja. Wir haben halt keinen Bogen, ne? Das ist halt... Na, wir müssen halt Nahkampf gehen. Nahkampf ist halt scheiße. Okay, das ist noch so ein Zombie. Okay. Irgendwie scheinen die gerade hier nicht auf mich drauf zu gehen. Ich dachte, die würden mich hier attackieren. Hallo? Oh, da muss ich erst unter Wasser sein, die mich hier angreifen. Ich sehe die auch gerade nicht, ne? Also drüben ist einer, aber wo ist denn der mit dem Dreizack? Ah, da ist er! Hinterhalt! Ein ganz klarer Hinterhalt. Ich wusste es! Ich kann den Zombies hier nicht trauen. Wo bist du? Komm raus. Komm raus. Na egal, also eine Kiste sehe ich hier gerade nicht. Wahrscheinlich ist es unter Wasser. Und unter Wasser ist gerade... Da würden wir den Zombies ja in die Hände spielen. Ganz mal so zu sagen. Ja. Ah! Ja, ist okay. Es ist euer Revier.
Okay, Leute, ich habe mich umentschieden. Wir fahren mal weiter. Die sind da etwas im Vorteil mit ihren scheiß Dreizack. Ich hätte gerne einen Dreizack, aber die Spawn-Wahrscheinlichkeit ist einfach gering. Aber egal. Cruisen wir mal weiter. Auf jeden Fall können wir uns die Stelle mal merken, wenn wir mal einen Bogen haben, dass wir da auch mal wieder hingehen können und gucken können, was da so interessante Sachen sind. Ja, komm, hier nehmen wir ein bisschen Seegras mit. Okay, es wird jetzt Nacht. Aber ist ja generell nicht schlimm. So, wollen wir noch schauen, ob wir hier irgendetwas Gutes sehen und finden. Ja, so ein Dorf wäre halt mal ganz praktisch, ne? Aber jetzt wird halt eh Nacht, ne? Jetzt haben wir eh Zombie-Modus. So, jetzt haben wir Essen. So. Hat meine Rüstung schon mal. Ja, natürlich hat die Rüstung schon was abbekommen. Ja. Egal. Dafür hatten wir die Eisenrüstung ja gemacht, damit wir nicht einfach draufgehen, wenn uns da so ein scheiß Zombie mit der OP-Waffe angreift. Ja, wirklich, dieser Dreizack macht so viel Schaden. Das ist unglaublich. Ich hätte ihn gerne. Und dann noch eine spezielle Verzauberung, ne, dass man, da unten leuchtet es so. Wenn's da, ich sehe da eine Kiste. Okay, da ist eine Kiste. Ich höre aber auch Zombies, ne? Ja, ich sag's ja. Na, da sind... Eieieiei. Ja, ich weiß. Hier sind Zombies. Ich weiß. Aber ihr habt keinen Dreizack. Das ist euer Nachteil. Jetzt kann ich eure Kiste gleich looten, ohne dass ihr mich tötet. So. Kurz mal hier was essen, damit ihr eben angegriffen habt. Und jetzt... Ich schwimme mich mal zu eurer Kiste. Ich hole nochmal Luft. Denn die Kiste sollte hier irgendwo sein. Da. Okay, Heiterkeit. Ja, gut. Ist okay. Ist das. Was ist das eigentlich? Sieht eigentlich eher aus wie so ein Höllenportal unter Wasser. Aber egal. So, wir haben jetzt eine Holzhake gefunden, die sehr nützlich ist, nicht? So, egal. Fahren wir mal weiter. So, gegen Enderman wollte ich jetzt nicht kämpfen. Eigentlich wollte ich gerne gar nicht kämpfen. Das Meer scheint hier schon zu Ende zu sein. Das ist eigentlich ziemlich schade, muss man so zu sagen. Da ich das Meer eigentlich nicht verlassen wollte. So, was ist da oben? Ein Fuchs, okay. Weil die Folge auch so, ich sag mal, so speziell ist, weil wir zweistellig werden. Oh, und der Vieh. Wird die Folge auch natürlich ein bisschen länger sein, ne? Denn bis wir irgendwas gefunden haben, kann es natürlich auch ein bisschen länger dauern. Aber wir müssen jetzt leider über den Landweg gehen. Wir hoffen, dass wir das jetzt hier nicht bereuen werden. So, nicht, dass uns hier irgendwie ein Creeper meint, hier zu uns zu überraschen. Ah, oh, da hinten geht's schon mit dem Meer weiter. Okay. Scheinbar hätten wir das auch umfahren können. So, hier sind Füchse. Die sind generell nicht angriffslustig. Da waren ganz viele Kürbisse, aber Kürbisse haben wir schon. Da ist auch ein Creeper, den gehen wir mal direkt aus dem Weg. Boat. So. Da unten scheint auch. Von was wurde ich denn gerade angegriffen? Au! Was war das? Oh, da hinten brennt was. Ich glaube, da hinten ist ein Dorf. Das sieht so aus. Okay, erstmal was essen und dann wüsste ich jetzt gerne, weshalb ich jetzt Gift bekommen habe. Warte mal. Wovon habe ich denn jetzt hier Gift bekommen? Waren das hier die Fische oder was? Da ist ein Creeper.
Hier unten ist auch wieder eine Truhe. Lass mir erstmal Luft holen, dann holen wir uns die Truhe. Aber echt, was hab ich denn jetzt eigentlich so Schaden genommen? Ich verstehe es nicht. Aber egal. Boah. Warum aber nur Gold? Goldsachen sind blöd. So. Ja, gehen wir wieder zurück zum Boot. So. Gut, genau, da hinten schien ja irgendwas Bestimmtes gewesen zu sein. Auf jeden Fall brennen da Sachen. Und wenn da Sachen brennen, sind das Lagerfeuer. Und das bedeutet, es ist ein Dorf. Und es ist ein Dorf. Cool. Vielleicht kriegen wir da schöne Sachen. Aber auch immer die Umgebung im Auge behalten, ne, bevor wir zum Dorf gehen. Gehen wir jetzt nämlich auch erstmal dahin. Da ist nämlich auch wieder so ein Höllentor, die wir auch die letzten beiden Male gelootet haben. Nur diesmal auf der Oberfläche. Und vielleicht, kriegen wir was Schönes. Oh ne, das ist kein... Das ist gesunkenes Boot. Ja, das nehme ich auch gerne. Da kriegen wir eigentlich auch immer schöne Sachen. Okay, dann... Wollen wir nochmal schauen. Okay, ja, mit diesen Shadow sieht man halt auf jeden Fall gar nichts, ne? So. Man hätte sich eine Fackel mitnehmen müssen, ne? Das war jetzt natürlich unüberlegt. Aber egal. So, jetzt nochmal. Ah, sehr schön. Hier haben wir ein Luftloch. Hallo? Ah, okay, hat ein bisschen gedauert. Es laggt. So, wir haben eine Schatzkarte. Eieiei, okay. Schatzkarte ist schon mal gut. So, da drüben müsste aber auch eine Truhe sein. Okay, dann, let's go. Okay, TNT. Oh, Reparatur. Das bedeutet immer, das Teil kann eigentlich nicht kaputt gehen. Was cool ist. So, gut, das haben wir jetzt genug gelootet. Die Schatzkarte. Können wir uns ja auch einfach mal direkt anschauen. Okay, wir sind nicht in der Nähe. Egal, ich würde sagen, wir looten kurz das Dorf und danach gehen wir auf Schatzsuche. So. Genau, die Teile können eigentlich... So, einfach alle mal weg. So. Okay, das Dorf. So. Wollen wir nochmal schauen. Okay. Ja, komm, nehmen wir einfach alles mal mit. Warum nicht, ne? So, haben wir noch irgendwas Interessantes hier? Eine Fackel. Wir brauchen eine Fackel. So. Okay, ich glaube, jetzt ist eher schlauer, nachts einfach das Shit zu haben, falls wir angegriffen werden. Oder wenn man so übers Feuer läuft. Okay, hier sind viele Kürbisse. Kann man dich nehmen auch mit. So, was haben wir denn hier noch? Na, guck mal, hier haben wir... Oh, du siehst aus wie aus dem Star Wars, ne? Oh. Egal, ich gehe mal kurz schlafen mit Tages, dann haben wir es einfacher, würde ich sagen. So. Genau. Ja, jetzt verstanden. So, dann. Okay, hier ist auch nichts. So, das haben wir hier gelootet. Ja, ich laufe aber auch immer übers Feuer, ne? Ah, da war ein kleiner. So, hier ist nichts. Okay. Ah, hier ist eine Kiste. Okay, wir haben Kartoffeln, wir haben Kartoffeln. Kartoffeln hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Das ist, was sehr gut ist, dass wir jetzt auch Kartoffeln haben. So. Genau, Kürbis und Weizen, das kann man hier so stehen lassen. Gut. Gucken wir mal weiter. Ja, die Glocke nehmen wir auf jeden Fall mit. Da man das Teil tatsächlich nicht craften kann. Man kann das nicht craften. Deswegen ist das ein sehr wichtiges Feature. Und das Skelettteil greifen wir auch an. So, erstmal hier wieder voll essen. Ja, der bringt auch immer nur ein halbes Teil, ne? Gut, so, jetzt... Ja, gesehen hat er mich. So. Fertig.
So, okay. Gut, gehen wir mal weiter. Ach, da ist doch ein zweites Stockwerk oben gewesen. Das hatte ich nicht gesehen. Wie kommen wir denn da hoch? Ah, okay, hier. So, was versteckt hier? Ah, eine Kiste. Ah, sogar ein Smaragd. Ja, wusste ich es doch, dass sie hier Sachen versteckt von mir. So. Jetzt habe ich auch schon Smaragde. Sehr cool, sehr cool. Na, das Dorf ist gut, das gefällt mir. Eigentlich ist auch hier ein schöner Place zum Leben. Aber, wir schaffen das auch so in der Welt. Ohne Hilfe eines Dorfes. So, wir looten hier einfach mal alles. So, da drüben ist auch noch ein Haus. Also so ein Brauhaus habt ihr aber noch nicht gesehen, ne? Also ich noch nicht. Ja gut, Kürbiskerne kann man eigentlich hier lassen, das brauchen wir nicht. Ja, hier ist keine Kirche oder sowas. Das ist eigentlich sehr schade. Weil wir bräuchten eigentlich sowas. Oh naja. Man kann auch nicht alles haben. So, was versteckst du hier? Ah, okay, also wir sind auf jeden Fall schon mal gut ausgesorgt mit Essen, würde ich sagen. So. Haben wir gelootet? Haben wir gelootet. Dann müssen wir hier lang. So, ja, Eisenteile haben wir auch jetzt ein paar. Kartoffeln haben wir viele. Essen ist super. So. Ja, hier sind generell viele Kisten, muss ich sagen. Ist nicht da über mega krasse Zeug. Aber ist in Ordnung, würde ich sagen. Okay, sieht auch interessant aus. Und hier ist ein Ofen. Gut, den Räucherofen haben wir aber schon. Den brauchen wir nicht noch, den brauchen wir nicht zweimal. Okay, Leute. Ich würde sagen, das Dorf ist fertig gelootet. So. Aber was gut ist, wir haben auf jeden Fall die Glocke. Ne? Wir haben hier den Schleifstein. Ne? Ganz nützliches Zeug eigentlich. So, das Boot haben wir. Haben wir im Inventar. Okay, jetzt müssen wir gucken. Wohin wir gehen müssen. Damit der Punkt auf der Karte größer oder kleiner wird. Das ist jetzt hier so. Okay, ich glaube, der Punkt wird größer, wenn wir jetzt in diese Richtung gehen. Na, wird der Punkt größer? Oder kleiner. Hier sind wieder Füchse. Ah, bevor wir hier weitermachen, essen. Mein Vater verhungern hier. Hab ich gesehen. So, okay, wieder die Schatzkarte. So. Da war hier gerade ein Enderman. Fast angeschaut. Böse, böse, böse. So. Also ehrlich gesagt, ich sehe gerade nicht, ob der Punkt größer oder kleiner wird. Komm, Punkt. Ja, wenn du jetzt kleiner wirst, ne? Wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Das fände ich jetzt aber nicht optimal, um es mal so zu sagen. Ah, okay, wir sind auf der richtigen Spur. Die Karte füllt sich. Die Karte füllt sich. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann wieder kurz essen. Kurz auch mal umschauen. Ob irgendwas Gefährliches ist, aber bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. So. Ja, die Karte werde ich auch dann komplett ausfüllen. Und dann kann man es nicht später bei uns zu Hause mit einem Bilderrahmen, also mit einem Rahmen, nicht Bilderrahmen, hinhängen. Und dann müssen wir gleich auch noch irgendwie eine Kuh töten, finden. Ich glaube, im Dorf war eine Kuh, ne? Da hätten wir früher dran denken müssen, egal. Und dann können wir das nämlich aufhängen. Das sieht nämlich auch eigentlich ganz schön aus. So. Ich laufe mal kurz bis hier zur Ecke. Genau, und jetzt laufen wir da lang.
Richtung Wasser, so wie es aussieht. Ach, natürlich bin ich jetzt hier reingefallen. Und ich höre einen Zombie. Okay. So. Gut, Leute. Nochmal kurz snacken. So, dann Boot ins Wasser. So, okay. Das Teil scheint wohl irgendwie hier zu sein. Na? Ja, da. Okay. Okay, das Teil. Wir sind jetzt eigentlich genau... Ach, es ist unter Wasser. Natürlich ist es unter Wasser. Okay. Jetzt haben wir folgendes Szenario. Das Teil scheint unter Wasser zu sein. Also irgendwo hier wird die Kiste sein. Ist jetzt natürlich die Frage, wie wir es da ankommen. Gut, wir werden es jetzt hier mal kurz ein bisschen Holz uns fällen. Dann machen wir uns nämlich Holzschaufeln. Da können wir nämlich hier ein bisschen besser unter dem Wasser graben halt, ne? Das ist dann wiederum auch ganz wichtig an dieser Sache. So. Aber gut, Leute. So. Ich glaube, komm, machen wir das nächste noch und dann haben wir genug Holz. Gut, so, wie viel Holz haben wir denn jetzt? Ach, wir hatten genug, ach Leute, ey. Wenn ich einmal hier nicht nachdenke, ne? So. Gut, also, laut Karte ist es ungefähr... Hier wird es sein. Gut, dann machen wir es aber ein Crafting Table. Crafting Table kommt mal hier hin. Und dann. So. Machen wir uns erstmal hier zwei Schaufeln. Und dann schaufeln wir mal, was das Zeug hält. Also, ich glaube, es befindet sich unter Wasser. Das glaube ich tatsächlich sehr. Na, wenn wir jetzt hier schauen, das ist so irgendwie unter uns. Das ist zwar nicht optimal. Aber egal. Unter Wasser ist immer blöd. Aber manchmal sind auch richtig gute Sachen in diesen Schatztruhen. Die heißen nicht ohne Grund Schatztruhen. Ist halt die Frage, ob wir das noch finden, bevor es dunkel wird. Das weiß ich nicht. Das ist tatsächlich eine kritische Frage hier. So. Okay. Ich hab meinen Shop. Okay, ich hab wohl meine. So. Warum hab ich denn meine Fackel rausgeschmissen? Ah, da war gerade ein Delfin. Und es wird Nacht. Es wird gleich unangenehm. Aber egal, wir kamen weiter. Wir sind Piraten. Und suchen nach unserem Schatz. Wir müssen es schaffen. Also ich weiß es auch aus normalen Singleplayer, die ich gespielt habe. Manchmal sind diese Schatztruhen so dreckig versteckt, um es mal so zu sagen. Achso, das ist ein Stein. Okay, das funktioniert nicht. So, Fische. Nein, du bist kein Essen. Du bist Essen. Gut, ja. Wenn ihr die Kiste seht, sagt Bescheid, Leute. So, wieder hoch. Ah, verdammt. Ja, Leute, ne, jetzt wird das eine ziemlich unangenehme Situation. Aber egal, wir suchen weiter. Denn wir brauchen den Schatz. Unseren Schatz. Irgendwo wird er hier zu finden sein. Sollte auf jeden Fall. So. Aber gut, Leute. Irgendwann werden wir es schaffen.
So, das war Stein. Also normalerweise sind diese Schatztruhen ja nur unter Erde und Sand und nicht unter Stein. Nicht immer, aber meistens. Deswegen gehe ich mal von aus, dass wir unter Schaufel das eigentlich finden sollten. Keine Monster, keine Monster, keine Monster. Gut. Es ist halt nur die Frage, wie tief wir graben müssen, dass wir es finden. Das wissen wir natürlich noch nicht. Ach, natürlich ist es nicht kaputt gegangen. Ist ja klar. So, dann wollen wir weiter. Nach dem Schatz. Meine Güte, da fehlt immer Millimeter. Ist doch lächerlich. Ist doch lächerlich. So, komm jetzt hier mal weiter. Die erste Schaufel geht uns gleich schon kaputt. Auf jeden Fall, Leute, haben wir dann genug Sand für Glas zu Hause. Keine Truhe. Vielleicht müssen wir näher an der Insel dran gleich schaufeln. Das kann natürlich auch sein. Aber ich weiß es nicht. Das wissen wir aber nicht. Auf jeden Fall ist hier noch keine Truhe zu sehen. So. Und Luft holen. So, können wir mal gucken. Na, wir sind schon auf der Richtung. Also, wir sind schon hier auf dem Kreuz drauf. Ne? Also. Ne? Das dürfte eigentlich schon passen. Komm, bauen wir uns mal ein bisschen näher zur Insel. Mal kurz Luft holen und dann bauen wir hier mal ab. Ich weiß auf jeden Fall schon, wie ich die Folge nenne. Roadtrip plus Schatzsuche. Weil die Folge wird ja mega lang, bis wir den Schatz gefunden haben, ey. So. Okay, wieder Luft holen und runter. Und graben. Graben. Und erste Schaufel ist kaputt. Aber nicht schlimm, wir haben noch eine. Aber wir müssen es auch wieder Essen craften. Ja, bisher sind noch keine Monster aufgetaucht. Ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht, dass da wir nicht von Monster umzingelt sind. Aber keine Schatztruhe, ey. Wo bist du denn? Und Luft holen. So. Und wieder runter. Zeig dich, Schatztruhe. Komm schon. Brauchen dich. Und Luft holen. Luft, 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 Luft. Und wieder runter. Keine Schatztruhe zu sehen. Nochmal auf die Schatztruhe schauen. Ne, wie ist. Ja, mal hier so uns runterbauen. Das ist halt schwierig, ne? Okay, du bist schon Stein. Und essen. Schatzkarten, ne, die sind so, ne, die zeigen zwar schon, wo es ist, ne, aber sind halt nicht genau genug, ne. Also hier ist schon Stein, hier ist über Stein. Und ich stehe jetzt, so, wir sind schon mitten auf dem Gebiet, also, ne. Wir müssen einfach mal seitlich überall weggraben. Ah, da kommt schon der erste Zombie. Habe ich auch
Habe ich doch gewusst, dass ich was gehört habe. Komm her. Kannst nix. Hast keinen Reizack. Bist schwach. So. Aber jetzt haben wir wohl die Zeit erwischt, wo die Monster rauskommen. Okay. So, jetzt komm. Ich will nach Hause. Irgendwie zeigt sich hier keine Schatztruhe. Und wir müssen nach oben. So. Keine Monster, die mich hier angreifen möchten. Und wieder runter. So. Das kann nicht wahr sein. Wo ist denn das scheiß Trüschchen? Und Luft holen. So, und wieder runter. Die Fische spielen ja auch gerade verrückt. Die Vieh man wohl mit, ne? Komm her. Und Luft holen. Luft holen, Luft holen, Luft holen. Okay, wieder essen. Ah, Delfin, hi, was geht? Zeig mir die Kiste. Okay, du sagst, die ist da. Okay, dann graben wir doch mal da, würde ich sagen. Ne? Dann ist dir gerade geholfen, würde ich sagen. Komm. Du hast jetzt die Kiste gezeigt. Zeig uns die Kiste, Baby. Zeig uns die Kiste. Oh lol. Das war zwei Delfine. So. Noch sind hier keine Kisten. Ah, das ist ein Skelett. Da müssen wir gleich aufpassen, dass der uns nicht hier abschießt, wenn wir hier arbeiten. Ja, vielleicht müssen wir echt gleich hier noch Stein abbauen, weil es einfach unschuldig. Weil der ist ja nur noch Stein, ne? Mehr ist der ja auch nicht mehr. Und da ist auch noch ein Creeper. Okay, okay, die Situation. Aber es wird Tag. Das ist schon was Gutes, auch wenn Creeper leider ein bisschen länger bleiben. Mehr Essen. Ich habe noch eine Suppe hier. Am besten wird auch langsam ein bisschen knapp hier. Jetzt, wenn Tag wird, sehe ich nichts mehr. Krass, also, dass ich nachts mit Fackel mehr sehe als tags, will ich ja schon heftig. Okay, dann graben wir doch mal hier einfach mal mit der Spitzhacke. Okay, so. Verbrennt, geht weg. So, wir machen es jetzt mal einfach mal anders. Ich grabe mich jetzt hier rein. Und wir haben hier Luft. Guck mal. Jetzt können wir nämlich hier aus. Super. Graben. Auch wenn ich hier gerade nichts allzu genaues sehe. Okay, ja, was kann man sagen, ne? Ich würde sagen, die Kiste ist nicht hier. So viel zu unserer Theorie. Eine Kiste. Upsala. Okay, jetzt muss ich mit der arbeiten. Okay, gucken wir noch auf die Schatztruhe. Okay, also weiter unten würde ich sagen, ist dann nicht. Ne? Also was wir hier noch machen, können wir halt hier noch abbauen. Ob da vielleicht hier drunter ist. Ah, warte. Da ist sie. Da ist sie. Wir haben sie, Leute. Oh, endlich. Wir haben sie. Ein Diamant. Okay, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. So, erstmal hier
Gucken, was wir hier wegschmeißen können. So. Das hier können wir für Weizen da lassen. Diamant kommt. Ja, Feuerstein kann man auch so immer easy bekommen. Genau. Gold will ich auch mitnehmen. Großer Farn. Oh, braucht man eigentlich auch nicht. Jetzt muss man immer hier entscheiden, ne? Ja, gut, Erde, das war. Aber jetzt haben wir Essen. Wir haben einen Diamanten, Leute. Die können jetzt sogar Sachen verzaubern. Ne, uns fehlt noch ein Buch fürs Verzaubern. Aber gut, Leute. Die Folge ist jetzt schon 35 Minuten lang. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, wir haben die Schatzsuche erfolgreich beendet. Den Weg nach Hause werde ich dann einfach alleine machen, denn das ist ja uninteressant. Da werde ich einfach nach den Koordinaten gehen. Deswegen, wenn euch dieser kleine Roadtrip gefallen hat, beziehungsweise auch Schatztruhe, auch wenn die ein bisschen länger gedauert hat, dann lasst auch ein Like fürs Video da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.